Die Stadt Olbernhau wird am 26. Juni ihre städtischen Museen öffnen. Das heißt, das Stadtmuseum im Rittergut am Markt und das Museum Seigerhütte hier im Areal der Seigerhütte, in dem wir jetzt gerade uns befinden. Im Stadtmuseum werden die Öffnungszeiten künftig dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr sein. Und hier im Areal der Seigerhütte, im Museum Seigerhütte mit dem Kupferhammer, wird es eine Sommer- und eine Winteröffnungszeit geben. Und wir sind jetzt im Sommer und die Sommeröffnungszeit heißt von 9 bis 17 Uhr. Von natürlich Dienstag bis Sonntag. Ja, wenn die Museen geschlossen sind, Montag ist Schließtag. Wir haben auch ein paar Schließwochen drin im Jahresplan. Da wird es also so sein, dass man sich an den Stecknadeln, die hier im Gelände über das Förderprogramm Neustadt Kultur erstellt wurden, sich informieren kann. Man kann sich selbstständig durch das Areal führen lassen und hat dort die Möglichkeit, von einer halben Stunde bis zu einem ganzen Tag hier im Areal zu verbringen. Die Stecknadel leitet sich von der Form ab, wie sie optisch aussieht. Sie ist ein kontaktloses Führungssystem, welches also im Zusammenspiel mit dem eigenen Smartphone Informationen an den Gast weitergibt. An so einer Stecknadel, wir haben hier 5 im Gelände, kann man sich also in dieses interne WLAN-Netz einwählen. Man wählt da zunächst seine Sprache aus, die man möchte. Anschließend steht ja auch alles beschrieben, wäre zum Beispiel die Medientour. Und hier steht dann drin, dass ich mich einloggen muss. Ich würde mich also mit meinem Smartphone in das Netz hier einwählen, gibt es ein Passwort dazu und anschließend geht es mit weiter. Dann habe ich die Möglichkeit, im Browser über BixiGuide einzuwählen oder ich nehme einfach den QR-Code ab. Die Führungen hier im Museum Seigerhütte werden nach wie vor stattfinden, immer zur vollen Stunde. Das heißt also, wenn wir 9 Uhr beginnen, ist die erste Führung um 9 Uhr. Und da wird der Hammerknecht künftig von hier, vom Standort Ausstellung bzw. Museum Seigerhütte mit Kasse, durch das Gelände führen und zum einen in die lange Hütte, den eigentlichen Gebäude des Schmelzprozesses, dann geht es über das Seiferthäuschen, wo die Lebensverhältnisse erklärt werden, bis hin eben außerhalb der Ringmauer in den Kupferhammer, wo dann das Hammerwerk natürlich vorgeführt wird und das Holzkastengebläse.